Das Album Krux bedeutet für mich diese Schlüsselstelle in unserer noch bevorstehenden Bandkarriere, nämlich dieses Debütalbum ist ja doch immer so diese erste große Visitenkarte, die man als Band präsentiert und eben die Krux in der Laufbahn einer jeden Band. Krux steht für mich für die Zusammenkunft von den verschiedenen Musikrichtungen, aus denen wir kommen. Dadurch ist das Album sehr divers und man kann, glaube ich, gut hören, wo jeder einzelne von uns herkommt. Ja, das Aufnehmen im Studio hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Hannes, das war wirklich super entspannt und professionell gleichzeitig. Ja, die Aufnahme war sehr entspannt, obwohl wir wenig Zeit hatten. Wir hatten davor eine ganze Woche in Tirol wirklich sehr intensiv geprobt. Dadurch mussten wir die meisten Songs nicht oft aufnehmen und wir konnten uns auf einzelne Sachen fokussieren, die wir noch verbessern wollten. Also meine Rolle in der Band ist einerseits die des Musikers, des Pianisten und Komponisten, wie wir eh alle in der Band sind. Andererseits die des Organisators, der das Groß dieser administrativen Arbeiten macht. Ich werde immer, oder seit neuestens liebevoll, die Stimme der Vernunft genannt. Ich sehe das immer so, dass wenn wir Sachen erarbeiten, ich dann immer einen Einwurf habe, also fürs Arrangement oder die Komposition, und die macht dann aber das Ganze nochmal um einen Grad besser, tighter, interessanter oder schöner, je nachdem, und das ist mein Input dann. Ich sorge gern für Überraschungen. Sowohl in Kompositionen wie Elvinism als auch generell versuche ich immer, meine Bandkollegen so ein bisschen auf Trab zu halten. Sonst, außerhalb vom Spielen, bin ich natürlich auch bei diversen Videos und so auch sehr aktiv und freue mich da, die Ideen in reale Bilder umzusetzen. Also die Frage nach meinem Lieblingsstück vom Album ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sie alle unterschiedliche Reize haben und in unterschiedlichen Belangen attraktiv sind. Wenn ich mich jetzt an den Studioalltag zurückerinnere, war ein Stück von Silas, und zwar das Freeze Outside the Party, das spaßigste zum Aufnehmen auf jeden Fall, weil es ist eine gute Balance aus, man muss sich irre konzentrieren, dass man nicht rausfliegt. Und andererseits ist genau das bisschen Loslassen das, was die Nummer ausmacht. Mein Lieblingsstück ist Tramhappert, weil es erzählt eine Geschichte. Also vom spielerischen Anfang irgendwie sehr, sehr malerisch ist. Also es hat für mich sehr diesen romantischen Flair und es baut sich aber immer weiter auf, hat verschiedene Teile und das hat der Flo wirklich echt sehr cool geschrieben, dass es sich so weiter aufbaut bis zu dem grandiosen Finale und dann aber wieder runterkommt und einen wirklich schönen Abschluss für das Album bildet. Mein Lieblingsstück am Album ist ebenfalls Tramhappert. Vor allem deswegen, weil es das eines der neuesten Stücke ist und, glaube ich, einen guten Blick in die Zukunft zeigt, wo es für den Bandsound hingeht. Ich freue mich schon drauf, wenn es da ist und wenn wir es allen herzeigen können.